Okay. Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 2. Cortex schlägt zurück. In der letzten Folge haben wir diese komische Ruinenlevel gemacht. Ich glaube, wir haben uns auch den gelben Edelstein geholt. Ich bin mir aber nicht sicher. So, ich bin jetzt wieder hier in diese Bär-Level gegangen und wie, hä? Wieso fehlen denn hier so viele? Ja. Ich bin in dieser Bär-Level hier reingegangen und ja, wir machen jetzt nochmal diese Polar-Level, wo wir ja letztens, ja, also nicht ein bisschen gefehlt haben. Wir haben ja eine Kiste nicht erreicht und müssten dann, ja, wurden dann rausgespissen. Was nicht sehr schön war. Jetzt machen wir ein bisschen professioneller. Ich habe gespeichert. Das bedeutet, wenn ich hier einen verfehle, eine Kiste, dann brauche ich nicht aus dem Warp hier zum Warp Room gehen, was hier jetzt nicht angezeigt wird, und werde sofort wieder hier platziert, indem ich das Spiel lade. Was, glaube ich, ein bisschen klüger ist, ne? Okay, das war ein komischer Satz und der war schwierig. Egal. Ich habe zwei Edelsteine geholt, und zwar von Level, die wir schon gemacht haben. Na, was? Nee, okay. Und ja, das waren jetzt eigentlich nur Level, die wir schon gemacht haben und die ich jetzt einfach schnell einsacken wollte. Und gehen wir mal rein. Versuchen wir dieses Mal. Das wird jetzt wieder ein bisschen schwierig, ne? Ja. Ich habe versucht, in dieser Ruinenlevel hier mich durchzuglitschen bei diesen unsichtbaren Boxen. Ich habe sogar einmal geschafft, darüber zu kommen, aber ja, hat ein paar Level gekostet, ein paar Leben, und ich kam danach nicht weiter, weil da irgendwie, keine Ahnung, ich konnte theoretisch weiter nach links gehen, aber da waren so komische, ich weiß nicht, TNT oder Nitro-Kisten irgendwie im Weg und ich muss einen Schnitt machen. Entschuldigung, und weiter. Jetzt verreck ich wahrscheinlich. Okay, gut. Gut gemacht. Okay, war auch nur ein paar Sekunden weg. So, nein! Hier muss man 12 haben, glaube ich, am Ende. Hatte ich, glaube ich, auch letztens. Ma! Wenn wir zum Checkpoint kommen, ohne hier Mist zu bauen, hier durch die Level durchzurennen, bringt irgendwie nichts. Ich muss auch, wenn schon, Edelsteine zu bekommen, weil sonst kann ich wieder durch diese eine Bärenlevel gehen und noch mal alles machen. Nein, boah. Da wird nicht leicht, oder? Irgendwann klappert schon, keine Sorge. Jetzt geht, möchte ich auch nur das hier in diesem Part schaffen. Ich war einfach nur für morgen ein Part, den ich hochladen kann, weil da ist Freitag und oder bin dann nur ein 10 Minuten Part oder so, egal. Also ich habe irgendwas für morgen, weil ich habe mich noch ein bisschen verrechnet. Normalerweise nehme ich für die ganze Woche auf und ich habe irgendwie ein zu wenig aufgenommen, ist mir aufgefallen. Und das muss ich natürlich jetzt nachholen. Nein. Hä? Wieso ein 11? Wir müssen noch 2 fehlen. Ich verstehe es nicht. So, wir zählen jetzt erstmal, wie viele wir da begegnen. Hier sind 3. Nein. Oh Mann. Da wird ein Abenteuer. Boink. So, 3 Stück sind hier. Bam, bam, spam. 4, 5, 6, 7. Boah. Okay, da sind 4 und da sind 4. Das ist 8. Plus die 3 am Anfang. Diese eine platziert. Ja, das sind 12. Ja. Also ich muss 12 Kisten haben. Und dann würde ich auch gerne mal einen Checkpoint bekommen. Nein, das war zu früh. Wie kann ich innerhalb von ein paar Sekunden schon wieder Leo vergessen?
Egal, mir kann nichts passieren. Zur Not kann ich irgendwie ein Spiel starten, laden, habe ich wieder 29 Leben oder 27, aber da immer war. So weit bin ich bereit zu gehen. So. Wieso schaffe ich das nicht? Dann muss ich echt beim allerletzten Moment hier springen. Ich muss erst mal nachgucken, ob ich alle Kisten hab. Unendliche Paranoia. Oh. Los, komm. Drei. Vier. So. Oh Mann. Ich gerne mal einen Checkpoint. So, jetzt habe ich glaube ich alle, ne? Oh, das ist mies. So, ich hatte danach. Ja, ich glaube, da waren vier Stück, ne? Boah, ich hoffe wirklich, ich verfehle nichts, sonst krieg ich sowas von. Sonst krieg ich Rabatt, ja. Hm? 16, ja. Allein diese Ecke schon mies. Ich habe so das Gefühl, ich habe das Schlimmste schon hinter mir. Vier. Ah. Wie mies ist das denn? Es ist mir vollkommen egal, wie viel Leben das kostet. Oh fuck. Mir ist halt so dunkel, ich sehe nichts, Mann. Da kommt der Sprung. So, 20. Nein! Okay, nach dem Sprung kommen direkt wieder so zwei mies platzierte Dinger. Merken. Komm, Killerwahl. Die korrekte Bezeichnung ist natürlich Orca. Nein! Ah, oh, ich dachte, ich hätte es jetzt. Oh. Na los, komm schon. Ich habe natürlich nicht unendlich Leben, Crash. Bah. Warte mal, kann ich da links durch? Ich kann sowas von links da durch. Was mache ich hier eigentlich? Das wäre heftig. Warum fehlen mir noch so viele Bonus? Ich muss mal gucken, wo die sind. Steht da, in welche Level man die entdecken muss? Ne? Soll ich mich vielleicht ein bisschen umschauen? Dahin komme. Das wäre eine gute Idee. Ja. Erstmal das hier. So. Großer Sprung. Dann so hin. Was zum Teufel? Boah, geht nur so lange weiter. Aber so viel so lang kann der Level noch nicht sein, ne? Das kann auch unmöglich so lang sein. Wo bin ich denn da gerade weggesprungen? Was soll denn das, Mann? So. Oh. Ich hab's. Boah, Checkpoint, geil. Oh Gott, das wird schnell. Dann kommt noch so was. Und so was. Ja. Warum muss ich da wieder rennen? Ah, tut weh. Oh, Checkpoint, gut. Die sind wahrscheinlich genauso platziert, dass wenn man irgendwie was verpasst, hat man sich da verbauen kann, ne? Die sind doch nur deswegen da. Was
Wasserwippe. Also nicht, dass ich beim ersten Mal geschafft habe. Boah. Nein. Zu weit. Nein. Da muss ich jetzt hier haben, gut zu wissen. Räum da, räum da, räum da, räum da. Oh Mann. Boah. Panik. Nein, nein. Ich habe jede einzelne Kiste verfehlt. Geil. Apola geht's gut, das ist das Wichtigste. Da. Ah. Nein! Na toll, jetzt können die so stemmen wie Blöden. Wenn sie ein Level schaffen, die hat nicht da hochzuheben. Und ich renne nach volle Möhre dagegen. Jetzt heben die ja hoch, als wären halt irgendwie aus Plastik geteilt. Plastik! Ende, Ende, Ende. Jawohl. Oh Mann. Oh ja. Bams. So, und das sah jetzt irgendwie verdächtig aus da. Okay, das sieht so verdächtig aus. Ich werde wahrscheinlich irgendwann noch mal dahin rennen. Aber egal. Erstmal raus hier. Wir haben Edelstein geholt und das ist das Wichtigste. Da kann ich ein paar Theorien beenden, glaube ich. Ja, okay, sehr gut. Yay. Flieg, Edelstein, flieg. Ah, den haben wir uns verdient. Bams, bams, bim. Okay. Ich werde wahrscheinlich jetzt den Part beenden, mache ich auch, und dann gucke ich gleich mal in der Aufnahme, in welcher Level die Bonus-Level sind. Dann suchen wir mal. Ich das speichern, ja. Obwohl das die erste Aufnahme des Tages, ich warte besser, ob die geglückt ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Crash Bandicoot 2. Ich bedanke mich allen herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.